Stefano Maria Legnani, genannt Il Legnanino, Mailand 1661 bis 1713. Dieser kurze Dokumentarfilm, der unter anderem seltene historische Bilder zeigt, feiert den aus Saronno stammenden Maler zu seinem 300-jährigen Todesjahr. Im Besonderen zeigen wir Ihnen Werke aus dem Besitz der Stadt Saronno, die sich in der Bibliothek von Saronno befinden und mit vier großen Gemälden den bekannten Mythos von Bacchus und Ariadne darstellen. Stefano Maria Legnani malte wahrscheinlich um das Jahr 1700 die vier Gemälde, die den Salon des Calderara Brambilla Palastes in Mailand via Torino schmückten und welche somit Werke der vollen Reife des Künstlers sind. Das Gebäude wurde leider im Zweiten Weltkrieg stark bombardiert, aber die vier Gemälde sind glücklicherweise gerettet worden. 1987 kaufte sie die Stadt Saronno. Und nach einer entsprechenden Restaurierung wurden sie im Lesesaal der städtischen Bibliothek aufgehängt. Zwei der vier Gemälde sind 10 Meter lang, die anderen zwei 7,60 Meter. Alle haben eine Höhe von 1,80 Meter. Der Zyklus stellt in vier Sequenzen die mythologische Geschichte von Bacchus und Ariadne dar, dem achten Buch der Metamorphose von Ovidio entnommen. Auf dem ersten Gemälde ist die schlafende Ariadne dargestellt, vom Helden Theseus verlassen. Das zweite Gemälde stellt Bacchus dar, der das junge Mädchen auf der Insel Naxos überrascht. Auf dem dritten Werk bittet Bacchus Venus um die Heiratserlaubnis. Das letzte Gemälde stellt die Hochzeit zwischen Bacchus und Ariadne dar, in Gegenwart von Venus und Eros. Die Zeichnung der Szenen sind anmutig und mit der gewohnten leuchtenden Chromatik der Palette von Legnani gemalt. Der Mythos von Bacchus und Ariadne. Der Mythos von Ariadne und Theseus wird in verschiedenen Versionen wiedergegeben. In einem wird erzählt, dass Ariadne sich in Theseus verliebt hatte, als er nach Kreta kam, um den Minotaurus im Labyrinth zu töten. Ariadne hatte Theseus einen Wollknäuel gegeben,
damit der zurückgelegte Weg gekennzeichnet war und er dadurch wieder unversehrt aus dem Labyrinth herausfinden konnte. Ariadne flüchtete mit ihm und den anderen Athenern nach Athen, aber Theseus ließ sie einschläfern, um sie dann auf der Insel Naxos zurückzulassen. Während ihrer geheimen Liebe blieb Ariadne schwanger und bekam zwei Kinder, Demophonte und Staphylo. Eine andere Version erzählt, dass Ariadne beim Erwachen sah, wie das Schiff von Theseus absegelte. Aber der Schmerz des Verlassens dauerte nicht lange, denn Dionysos kam mit seinem Wagen vom Panthern gezogen an und wollte sie nach kurzem Kennenlernen heiraten. Eine weitere Variante erzählt, dass es der Gott selbst war, der Theseus beauftragt hatte, Ariadne zu verlassen, um sie heiraten zu können. Durch die Verbindung mit Dionysos gebar Ariadne die Kinder Thoante, Staphylo, Enopione und Peperete. Zur Hochzeit schenkte Dionysos Ariadne ein von Hephaisto geschaffenes goldenes Diadem, das gen Himmel geschleudert zum Sternbild der nördlichen Krone wurde. Die verschiedenen Versionen sind mit einem kläglichen Verhalten seitens Theseus verbunden, was unerklärlich scheint. Somit ist anzunehmen, dass ein Teil des ursprünglichen Mythos verloren gegangen ist. Biografische Erläuterungen. 1661, am 6. April in Mailand geboren. Vater Ambrogio und Großvater Tommaso sind ebenfalls Maler. Werke von ihnen sind in der Kirche San Francesco in Saronno zu finden. 1681 bis 83 befindet er sich in der Werkstatt des Malers Cignani in Bologna. 1686 Schüler von Maratta in Rom. 1687 malt er die Krönung der Jungfrau Maria in der Kirche Sant'Angelo, Mailand. 1690 arbeitet er im Dom zu Monza. 1691 malt er in der Wallfahrtskirche von Saronno die Erscheinung des Engels vor der heiligen Elisabeth und die Namensgebung des Johannes. In der Propstei der heiligen Peter und Paul befindet sich das Gemälde vom heiligen Ambrosius. In der Pfarrkirche Madonna del Rosario in Uboldo sieht man die Heiligen Cosmas und Damian. 1692 malt er in Novara in der Kirche San Gaudenzio. 1694 entstehen die Malereien des Kapellengewölbes der Geschäftsleute und Bankiers in Turin.
1696 ist er im Palast Carignano in Turin aktiv. 1697 malt er die Fresken in der Kirche San Giacomo in Saronno. 1698 ist er in der Kirche dell'Incoronata in Lodi tätig. Um 1700 malt er die Leinwände mit der bekannten Mythologie von Bacchus und Ariadne für das Haus Calderara in Mailand. 1702 ist er wieder im Palast Carignano Turin tätig. 1707 malt er die Siegestafel für die Stadt Turin. 1708 bis 10 malt er die Tabernakelflüge der Wallfahrtskirche in Saronno, Santuario. 1712 ist er laut Ratti in Genua in der Kirche vom Heiligen Philipp tätig. 1713 stirbt er am 4. Mai in Mailand und wird in der Kirche vom Heiligen Angelo beigesetzt.